Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Mafia 3. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja den Plan mitbekommen von Lincoln Clay, wie er Marcano zur Strecke bringt. Er fängt mit den Laufburschen an, die ganz unten sind, sie nach und nach zu eliminieren. Dann kommen die Capos dran und zum Schluss, wenn alle tot sind, ist Marcano an der Reihe. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, drei Hauptmissionen zu erledigen. Jeweils mit dem Donovan sprechen oder wir tun die Loyalität unserer Mitstreiter noch ein bisschen verbessern, indem wir ihnen noch ein paar Gefallen tun. Das wäre einmal hier die Cassandra, für der wir einen Gefallen tun könnten. Dann einmal der Vito Scaletta und einmal der Burke. Ich würde sagen, dass die Loyalität wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen verbessert werden muss, damit sie letztendlich auch auf unserer Seite kämpfen. Würde ich sagen, machen wir doch erstmal die Nebenmission in diesem Video jetzt. Und dann vielleicht als nächstes können wir, wenn wir die drei, den drei unter drei Kollegen geholfen haben, jetzt ist, habe ich es auch mal, dass wir uns dann den Hauptmissionen widmen. Denke ich mal, das ist soweit eine gute Strategie, wie ich finde. Wir fahren hier gerade einen Megaschrott zusammen. Ist natürlich sehr gut. Ja. So klettert man. Okay. So, jetzt brauchen wir nur irgendwie noch einen fahrbaren Untersatz. Ich glaube, den habe ich da hinten gesehen. Ja, da ist eine Straße auf jeden Fall. Da kommt vielleicht irgendwann ein Auto lang. Da ist schon mal eins, aber da komme ich nicht mehr hin, oder? Komm, komm, komm. Ah, Mann. Aber da kommt ein Auto. Komm halt, Hand, du Arsch. Mach dich raus da. Ja, ich hab dir nichts vor, was zu tun. Deswegen renn einfach weg. So, jetzt fahren wir mal zum Vito Scaletta. Und mal schauen, was er für eine Aufgabe uns hat. Um seine Loyalität ein bisschen zu stärken. Weil ich denke mal, ganz allein werden wir da keine so große Chance haben gegen Marcano. Deswegen ist es schon gut, wenn wir die drei Mitstreiter noch ein bisschen auf unsere Seite ziehen. Und am Anfang noch ein paar Aufgaben erledigen für sie. Denke ich mal, dass das schon so die richtige Strategie ist. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber gleich die drei Hauptmissionen erledigt hättet oder ob ihr lieber auch erstmal euren drei Mitstreitern ein bisschen geholfen hättet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich ebenfalls mal interessieren. Also es gibt ja natürlich tausend Ansätze, wie man es machen kann. Ich finde es einfach am besten, wenn man erstmal noch ein paar Aufträge, Nebenaufträge erledigt, um noch ein paar Anhänger zu gewinnen. Weil umso mehr mit uns kämpfen, umso einfacher ist es letztendlich auch. Und allein hat noch niemand eine Untergrundorganisation besiegt. Marcano hat ja auch überall seine Finger im Spiel. Tut Polizisten bestechen, hat haufenweise Handlanger, wo für ihn arbeiten. Also das wird schon nicht einfach. So, hier könnten wir eigentlich parken. Und dann laufen wir mal zum Vito hin. Mal gucken, was er für uns hat. Irgendwas, was ihn schon länger beschäftigt und er endlich aus dem Kopf kriegen muss. Also irgendwas aus seiner Vergangenheit wird es wahrscheinlich sein. Aber was es genau ist, das werden wir gleich erfahren. Bin ich auch mal gespannt. So, da vorne müsste irgendwo sein. Wie es aussieht. Ich denke mal, dass man hier durchkommt. Ne, hier kommt man nicht durch. Da kommt man auch nicht durch. Was ist denn das für ein Scheiß? Ah, hier war's. Da geht's rein. Mamas
dachte, ich probier's mal aus. Lebt sie in Empire Bay? Nein, sie ist vor einer Weile gestorben. Sonst noch Verwandte dort? Wirf einen Blick in die Zeitung. Irgend so ein Stadtrat steht zur Wiederwahl. Du musst mir helfen. Wer ist das? Gehört er zum Arcano? Der Wichser. Die haben einen Freund von mir umgebracht. Wenn ich aufkreuze, riechen sie den Braten. Oh, und ich bin so unauffällig. Du kommst an die Typen ran. Ich habe 12 Jahre und ein Vermögen gebraucht, um den Schwanzlutscher zu finden. Soll nicht dein Schaden sein. Und ich würde tief in deiner Schuld stehen. Ich denk drüber nach. Falls du ihn nicht findest, dann such dir irgendwen von der Straße, der ihn verpfeift. Komm danach wieder her. Ich habe noch ein paar Namen auf meiner Liste. Okay. Der erste Wichser, den du für mich erledigen sollst, ist Lucky. Der heißt so, weil er nie Glück hat. Aber das hält ihn nicht davon ab, andauernd Karten zu spielen. Es gibt ein paar... Ich habe ein paar Steine gebraucht, um ein... Hast du das von dem Kerl gehört, der die beiden schwarzen Jungs in seinem Vorgarten in Southdowns abgeknallt hat? Echt hart. So, befrage Luckys alte Kumpel. Machen wir doch mal. Kein Problem. Da hinten ist es okay. Alles klar. Es ist jetzt halt so, dass das Spiel sich natürlich dann extrem in die Länge zieht. Aber ich habe ja schon mal erwähnt, dass es vielleicht doch schon besser ist, wenn man noch ein paar Aufgaben für die Typen erledigt. Also für Burke, für Vito und für Cassandra. Dass sie dann auch uns was schulden. Und somit eigentlich gar keine andere Möglichkeit haben, uns zu helfen. Und deswegen ist es schon ganz okay, wenn wir das so machen. So, jetzt fahren wir mal zu Luckys alten Kumpel. Mal gucken, was die so zu berichten haben. Naja, ist ja gut. Kann auch. Was ist das für eine geile Hupe, ey? Alles klar. Dann nimmt dann ja keiner ernst. Geil. Was ist das für eine Schrottkiste? Ja, du Scheiße, ey. Oh Mann, schnell ist sie ja auch nicht wirklich, aber gut. Besser als nix. Immer noch schneller als die Müllabfuhr. Oh Mann. Na gut. Also es scheint doch mehrere Aufträge zu sein, wo er hat, weil er hat ja gesagt, dass er eventuell mehr, also einige auf seiner Liste hat. Und wird wahrscheinlich doch ein Weilchen dauern. Ob ich jetzt jeden einzelnen Auftrag annehme von ihm, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke mal von jedem, von den 3 Personen werde ich schon einen Auftrag machen. Und dann mal schauen, vielleicht reicht es ja sogar schon, dass sie uns vertrauen. Oder zumindest. So, also einfach werden wir jetzt am Typ wahrscheinlich nicht rankommen. Gehe ich mal stark von aus. Da wird ja sicher... Jetzt ist halt die Frage. Ja, aber der wird. Oh. Hä? So geht's natürlich auch. Du jetzt eigentlich, Alter?
Mann, du Wichser, was willst du eigentlich, du blöder Sack? Was willst du jetzt? Raus mit der Sprache. Wo finde ich den Stadtrat? Lucky spielt hier angeblich Karten, aber ich weiß nicht wann. Süße Träume. Ja, so geht's natürlich auch. Alles klar. Hat mich eigentlich verarschen? Ich hab den gerade. Achtung an alle Einheiten. Hallo? Wurde ein tötungsdelikter Tick vorgemeldet. Bitte überprüfen. Raus mit der Sprache. Wo finde ich den Stadtrat? Ich hab den doch gerade erstochen. Aber ich weiß nicht wann. Du weißt zu viel. Alles klar. Alles klar, er macht ja einen auf unbesiegbar, na dann. Ja, wollt ihr mich eigentlich verarschen, oder was? Was ist das für ein schwuler Bug? Ich steche ihn dreimal ins in der Hals und er lebt immer noch, oder was? Na klar, natürlich. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifdienst wieder auf. Ist das ein geiler Bug? Verfolgung beenden. Komm. Suche abbrechen und Streifdienst wieder aufnehmen. Ja, natürlich. An alle Einheiten in der Umgebung von Tikvor Harbor. Bitte über. Komm, dann machen wir das nochmal neu. Oh mein Gott, Leute, was ist denn das für ein behinderter Bug? Checkpoint laden. Ach du Scheiße. Ja, sehr gut. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise gleich wieder. Bis dann.